Heute ist schon wieder ein Tag. Ich wünsche euch mal einen recht guten Morgen. Und mit Gassi alles schon erledigt. Wie ihr habt, dann werden wir mal sehen, was uns der Tag alles noch so schön hat. Überrascht. Ich muss heute wieder zu meiner Krankengymnastik. Mal sehen. Der Kollege, der mich sonst immer behandelt hat, der ist zurzeit krank, das ist schon einmal ausgefallen. Ich sollte vorige Woche sollte ich schon einmal hinkommen und da haben sie dann auf den letzten Drücker angerufen. Ja, und dann habe ich dann gestern mal gefragt, wie weit das ist, ob der schon wieder gesund ist. Und war natürlich zuerst keiner da, dann Anrufbeantworter darauf gesprochen, dass sie sich melden möchten. Haben sie auch gemacht und sind mir ein bisschen pampig geworden. Dass ich selbstverständlich können Sie heute kommen, morgen, so wie ja gestern angerufen, also so heute, so wie heute kann ich kommen. Um 11.30 Uhr meine Zeit. Und dass ich war klar, war. Und ich mir einen Moment mal. Früher, man hätte ja auch vorher mal anrufen können, war, und sagen können, dass sie morgen kommen und wir haben eine Vertretung gefunden. Angeblich hatten sie ja zuerst keine Vertretung gehabt, weil der Kollege ausgefallen ist. Mag ja sein, dass sie keine hatten. Und jetzt auf einmal hat eine Kollegin, die springt jetzt mit ein und massiert mich heute. Nochmal sehen, was das ist. Und dann ist ja wieso noch ein Termin offen. Und den muss ich noch fahren. Den müssen sie mir noch geben. Ja, mal sehen, wie das da ist. Wie die ist. Mein Masseur, der war ja immer ganz gut. Ich war ja ganz zufrieden mit denen. Der hat doch immer gleich die richtigen Stellen erwischt. Ja, mal sehen, was rauskommt. So, dann werden wir langsam anfangen zu frühstücken. Aber noch ein bisschen Zeit, bisschen Zeit habe ich noch. Ein bisschen. So, wir werden ein bisschen noch hier was machen. Gerne in die Küche noch ein bisschen Wasser wieder auffüllen. Zum Getrinken. Gott. Wasser wieder Flaschen kalt stellen. Aufgefüllt mit Wasser, ab in den Kühlschrank, dass ich nachher noch Wasser machen kann, dass es schön kalt ist wieder. Und es ist mir viel bequemer, als wenn ich immer die Flaschen hochschleppen muss, immer selber holen muss und dann hochschleppen. Und so ist es den Supermax da und dann geht das ab wie die Luzi. Kaffee ist in Arbeit. Die Maschine tut ihre Dienste. Und jetzt werde ich schnell schon den Ball reparieren für Kira. Wir haben jetzt nämlich rausgekriegt, dass wenn wir da in dem Ball hier, den wir geschenkt gekriegt haben, der für Kira ist. Da werden wir jetzt Leberwurst drin machen. Und wenn wir essen, kriegt sie den Ball. Und schon haben wir Ruhe mit dem Essen. Klappt wunderbar, wir haben das schon dreimal ausprobiert. Klappt wunderbar. Der Hund ist beschäftigt und wir können in Ruhe frühstücken oder Mittagessen. Ist egal, wir können uns in Ruhe essen. Und der Hund ist beschäftigt. Mal sehen, wie das wird. Ich werde jetzt schon das bisschen vorbereiten. Jetzt die Leberwurst. Die kommt ja immer danach gleich im Kühlschrank. Und die hole ich rechtzeitig raus, wenn wir merken, wir wollen essen. Eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher, dass es nicht so kalt ist. Und dann kriegt ihr das da. Madame steht hier nämlich schon wieder startbereit. Die lauert schon wieder. Sieht ihr sie? Die ist mir auch gleich hinterher geschissen.
der hier tappelt, der macht den Ball, der nimmt den Ball, da gibt's was. So, dann werden wir mal schnell das machen. Die soll sich ja dran nicht satt essen, soll ja bloß, dass wir abgelenkt ist, dass wir in Ruhe essen können. Und das schmier ich dann immer so schön an der Wand dran. Dass so ein bisschen Schwierigkeiten hat, das rauszuholen. Aber ich werde auch so machen, wie Susi gesagt hat, mit dem Finger und das richtig an der Wand schmieren. Dass der Hund richtig damit beschäftigt ist, gut abzumachen. Zwar eine Mancherei, aber ja, für den Hund macht man das. So, das ist schon fertig. So, das ist der Rest. Nun zeige ich euch mal, wo euch der Rest hinkommt. Mal sehen, ob es sich drauf einlässt. Prima, fein, super Hund. Das hat geschmeckt, wa? Ja. Da, Finger blank. Hallo meine Lieben, auch ich möchte euch heute mal begrüßen. Ich komme gerade von einem anstrengenden Tag nach Hause. Habe schon geduscht und bin ungeschminkt, weil der Uwe und ich noch einen Maskenmontag abdrehen wollen. Ich hoffe, wir schaffen das. Ansonsten müsst ihr das Fresschen den restlichen Tagen so ertragen. Wie haltet ihr das eigentlich nach dem Duschen? Wenn ihr von der Arbeit oder irgendwas kommt und ihr duscht ganz, also jetzt nicht nur Körper, sondern auch Kopf. Die Mädels wissen, was ich meine. Schminkt ihr euch danach wieder? Also ich nicht. Meistens nicht. Ich mach das auch nicht. Ja, ich habe keine Lust. Ja, ja, ich komme von draußen, Schatz. Ja. Das ist immer, dann bin ich leicht, ne, Treppen hoch. Leicht, genau, die Treppen muss ich hoch und alles. Und hier komme ich zur Ruhe und schon beschlägt die Brille. Aber warum sie bei Maske Montag immer beschlägt, weiß ich natürlich nicht. Wahrscheinlich vom Aufbauen, vom Set aufbauen, keine Ahnung. Aufregung. Ich denke einfach, dass tatsächlich was damit zu tun hat, dass die hier auch aufliegt, ne? Hier unten auf der Wangen. Wand, hat halt die alte Brille nicht getan. Die hatte diese komischen Nasenflügel da, die Brille hält, die waren irgendwie länger oder höher, keine Ahnung. Ich denke, wenn hier unten Luftzirkulation wäre, würde das nicht so beschlagen. Aber das ist natürlich, was euch jetzt nicht so wirklich interessiert, weil das ist ja mein Problem hier, ne? Auf jeden Fall wollte ich einfach mal Hallo sagen. Ich werde jetzt, weil es ja noch hell ist, die Zeit nehmen und meinen Pullover fertig stricken. Wupp, wupp, ich bin voll stolz. Ja. Ich brauche nur noch 4 Runden am Ärmel. Und wir wissen ja, die Enden, das ist nicht mehr so lange. Ne?
Kira wird auch Hallo sagen. Hallo, seht ihr sie? Da. Hallo, was? Ja. Ja, ja, ich bin frische Duschschnecki. Ja, dann nur noch abketten und dann ist mein Großprojekt fertig. Und dann habe ich dafür, ich will nicht lügen, 6 oder 7 Wochen gebraucht. Dann muss ich nochmal genau nachgucken. Auf jeden Fall angefangen habe ich am 5. Januar. Das weiß ich noch. Da hatte mich Oma Geburtstag. Genau. Schnecki, was willst du denn? Du willst ja hier toben, nicht? Mama ist da hier. Zu große Hundeliebe? Ja. Ja. Gut, also wie gesagt, wir sehen uns nachher wieder. Zwischendurch, vielleicht nehme ich euch mal mit, wenn wir kurz das Set aufbauen, dass ihr auch mal hinter die Kulissen gucken könnt, wie das mal aussieht. Das Chaos, wenn wir unser Maskenvideo drehen. Ja, mal gucken, ob dem Uwe das recht ist, weil immer gerade hat er so getan, dass dem das nicht so passt. Doch, ja. Willst du das Geheimnis nicht für dich behalten? Und ja, dann gebe ich weiter. Na gut, ihr Schnuckis. Bis später. Sollen wir heute mal Gymnastik machen? Oder Masseur? Mein Masseur ist noch krank. Den hat ganz schön erwischt. Und das wäre einer von den Behandlungsräumen. Und das in meiner Falterbank. So, mal sehen, wie weit das nachher geht. Fertig. Hab einmal hinter mir. Der Mann von der Post. Und der ist jetzt nach Hause. Ich stelle unsere Uhr wieder. Die war stehen geblieben. Und nun müssen wir sie wieder in den Schwung kriegen. Das Ding ist hier in der Küche, sind so viel. Was heißt an der Küche? Die Küche ist halt zur anderen Seite. Und von der Wohnung. Und da kommt dieser Ping nicht an. Ne? Ja. Wenn, irgendwie nachts kommen ja immer diese Pings für diese Funkuhren. Und dann könnt ihr sich halt ausgleichen oder halt hinstellen. Wird schon klappen. Ja, und dann müssen wir sie jetzt wieder ins Wohnzimmer bringen, damit, weiß ich nicht, jede, weiß ich nicht, 2 Stunden oder was, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall zu bestimmten Zeiten kommt halt dieser Ping und dann kann die sich wieder einstellen. So, jetzt wo die Batterie drin ist. Weil wenn die ist drin, die Uhr funktioniert noch nicht. Ja. Guckt mal, was der Uwe mir mitgebracht hat. Was für ein schöner Rosenstrauß. Ist der nicht toll? Es ist kein Weidedienstag. Genau. Da freue ich mich viel mehr über sowas. Ja. An ganz stinknormalen Tagen halt in der Woche. Was, das Ende der Woche. Womit habt ihr dann verdient? Ja, mein Schatz, weil du immer so lieb bist zu mir. Und weil ich dich... Nee, muss ich also machen. Ich liebe. Ach, ist ja ganz was Neues. Nee. Dankeschön, mein Lieber. Ich freue mich da extrem drüber. Sollst du ja auch. Genau. Und du hast lange keinen Blumen mehr von mir gekriegt, dachte ich, jetzt wird es mal wieder höchste Zeit. Ja, stimmt, die letzten waren die Tulpen, ne? Und das ist schon ein Weilchen her. Und die kamen aus Amsterdam. Nicht aus Athen? Nee. Und jetzt sind ja die roten Rosen oder weiße Rosen oder was? Keine Ahnung. Rote Rosen. Ja. Wenn wir schon hier so gemütlich beieinander sitzen. So gemütlich? Findest du das nicht gemütlich? Ja. Und was wir sind kommt ein bisschen jetzt? Nah, kann es das sein, dass er gezoomt ist? Nein. Nö. Unsere Liebeleins, die machen sich Gedanken, weil ich mich aus dem letzten Vlog alleine verabschiedet habe. Da warst du ja nicht dabei. Es ist halt was bei uns passiert, nichts Schlimmes, was aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Und ihr braucht euch aber keine Sorgen machen, das ist eigentlich das, was ich euch mitteilen wollte oder was
du jetzt auch. Und es ist nichts mit Uwe, es ist nichts mit mir. Es ist auch nicht mit uns. Ja, es ist alles in Ordnung. Ja. Aber dennoch passieren manchmal Dinge im Leben. Da passiert das Leben einfach und dann muss halt mal jemand kurz weg oder so. Ja, war eine blöde Situation, aber ohne Tschüss sagen wollte ich mich ja auch nicht verabschieden. Nee. Also, der Uwe war nämlich unterwegs noch. Der Uwe war weg und ja, deshalb. Also macht euch bitte keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Ja, stimmt. Ja. Meise. Aber guck mal, wie süß unsere Schätzlein sich Sorgen gemacht haben. Also jeder zweite Kommentar. Finde ich sehr vernünftig. Ja, total süß. Ihr dickes, dickes Herz. Ich habe jetzt gerade nicht das rote Herz hier. Nee, nicht meine Blumen. Lässt du meine Blumen da? Die verschenke ich nicht, auch nicht an unsere Schätzelein hier. Ja, Meise kommt hier an das Häuschen futtern. Ja, das wollte ich einfach nur mal kurz noch erwähnt haben, weil ja heute der Vlog hochkommt, dass ich das wieder vergesse. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, die Kommentare zu beantworten. Das ist wirklich schlimm im Moment, zeitlich, ne? Ja. Ich habe so wenig Zeit irgendwie. Ich muss immer so viel im Bett liegen, wisst ihr. Ich kann es nicht lassen. So. Jetzt ist aber Zeit, erstmal mit Kira zu gehen. Ja, ich mache jetzt noch eine Hunderunde. Essen brauche ich heute nicht großartig machen. Die Kartoffelsuppe. Genau. Das fand ich auch lustig. Da hat jemand gefragt, ob ich auf Vorrat koche oder ob wir das alle aufessen. Wobei, so war die Frage auch nicht. Ich kriege sie nicht mal 1:1 zusammen, aber natürlich wird bei uns das eingefroren. Also wir essen eine Portion davon. Ja. Der Rest kommt ins Gefrierfach. Wenn nämlich das manchmal so Tage gibt, wo noch so viel Monat oder so wenig Geld am Ende des Monats ist. Oder wie heißt denn dieser blöde Spruch? Ist noch so viel Monat übrig oder so am Ende des Geldes. Ja. Ist ja auch egal. Also, der Monat ist manchmal länger als das Geld. Ja, ihr wisst, was wir meinen. Manchmal muss man halt einfach ein bisschen... man kann ja nicht mehr so über die Stränge schlagen am Ende des Monats, ne? Sagen wir es mal so. Es wird richtig alles eingeteilt. Und dann, es kommt nichts um bei uns. Ja, und dann hat man halt sowas im Gefrierfach. Wird auf Reserve gekocht. Oder, wenn man keinen Bock zum Kochen hat, holst du das raus aus dem Gefrierfach. Und zack, hast du ein Essen. Anderen Tag kannst du schön einpfeifen. Ja, aber die Botschaft war, natürlich essen wir das nicht alles auf einmal auf. Natürlich essen wir auch wochenlang an sowas. Mann, nur weil wir korpulent sind. Es wird ja auch so, ja. Es wird abgefüllt immer so, dass wir zweimal essen können. Davon. Ja, oder dreimal, kommt immer drauf an. Also, ist genug. Normalerweise würde ich ja den großen Topf nehmen. Wir haben ja noch einen größeren Topf. Das ist dann der Mannschaftstopf. Genau, den nehme ich für solche Eintöpfe und Suppen eigentlich. Also, der ist nochmal doppelt so groß wie den wir hier benutzt hatten. Ne? Und dann hast du da wirklich für eine ganze Kompanie und für eine ganze Zeit was eingefroren. Meine Porri-Lauch, diese Lauchsuppe oder Käsecremesuppe und so weiter. Das ist alle drin. Wird schön massig gemacht und dann drin. Genau. Eingefroren. Wenn es mal knapp ist oder man keinen Bock hat, ist halt immer was im Gefrierfach. Ne? Dann siehst du mal einen Tag vorher, morgen ist mal Titte. Holst du raus, erledigt. Genau. So, also, und so macht ihr das ja auch. Meine Lieben, ich bin nicht dick und der Uwe auch nicht, weil wir viel essen. Wir sind dick, weil wir falsch essen. Wir leckern gerne. Deshalb. Also es ist nicht. So was möchte ich dann gerne nicht. Unser Hohlkreuz nach vorne steht. Ja. Das macht nicht anders. Wir haben Haltungsfehler. Ja, Hohlkreuz. Umsonst bin ich gar nicht in Behandlung. Genau. Warum bin ich denn nicht in Behandlung? Ja, weil sie gesagt haben, da hilft du nicht mehr. Da sind zu viele Bäuer nach vorne, oder? Du hast die Rente noch nicht erreicht. Na, ja, schön. Ja, guck mal, hier, die Leute fragen auch mal, wie alt du bist. Willst du denn verraten? Ja, wenn... Ich sag mal, Uwe ist ein Uhu. Unter 100. Ihr seid, wer mein Alter ist, der weiß, wie alt ich bin. Moment mal, ich weiß, wie alt du bist, aber ich bin nicht in deinem Alter. Ja, dann wirst du das sehr gut. Ja, zum Glück für mich, oder was? Ja. Schön, dass das jetzt wieder ein Küchentalk hier wird. Nee, ich bin schon Rentner vom Beruf. Er ist Rentner von Beruf. Nicht Klempner. Rentner. Ja, aber Klempner bist du ja auch manchmal. Ja, klemmt manchmal. Jetzt aber Schluss hier. Wir müssen...
mit Kira raus. Na, machen wir das so, machen wir eine Umfrage. Schätzt doch mal, wie alt ich bin. Umfrage. Aber wie kann man das denn als Umfrage? Naja, ich gebe euch drei oder vier Möglichkeiten. Nein, du gibst gar keinen Tipp. Dann kann man keine Umfrage machen, Haselein. Warum? Weil dann müssen sie es in die Kommentare schreiben. Hier unten, ja, in die Kommentare. Schätz mal, bin ich schon 18? Schon volljährig. Ja, volljährig bin ich. Ja. Mein FDJ-Ausweis, ach nee, hat ja noch nie. Nee, ja, volljährig. 40 oder 90? 50. 40, 50. Ja, du durftest ja auch gerne noch mal so alt sein wie Ecke. Ich bin 50. Ich hab's hinter mir. Ja, schön, dass du jetzt den 18 und 40 damit ja schon mal rausgeschmissen hast. Ja. Nee, also, ich bin schon über an die 50. Schatz, Quizmaster kannst du nicht, Wer wird Millionär kannst du nicht moderieren. Du verrätst ja alles. Na und? Die sollen ja auch gewinnen. Ja, toll. Ja, nee. Nee, schätz mal, wie alt ich bin. Also zwei Schätzleins wissen das, ja. Ja, stimmt. Ja, die haben deine Ballons gesehen. Alles klar, dann brauchen wir die Umfrage ja nicht machen. Ja doch, da haben wir doch... Nee, dann da alle gesehen. Nein. Nee? Nee. Nur die wen? Ja. Na, dann ist gut. Also ihr beiden braucht nicht... Ihr wisst das. Ihr dürft nicht teilnehmen an der Umfrage. Und der hier tanzt. Ja. Nee. Na gut, meine Schätzleins, jetzt Kira. Das Kira bevor das anfängt zu regnen. Die musste gestern, haben wir so schon gehört, ihr Mäntelchen... Ja. Gezwungen. Da war sie nicht so glücklich mit. Aber wenn sie läuft, dann läuft sie auch dann. Ne? Ja. Das ist, ja. Und damit den Gurt da gemacht habe, das geht wunderbar. Ja, ja, die hat dieses Mäntelchen hat hinten so komische Gummis, die man verstellen kann. An die Beine, kann. Wenn du gemacht hast. Erstmal kriegst du die Beine, Hinterläufe echt schwer rein. Das ist ja, also wisse, wenn so ein Hund sowas grundsätzlich ja nicht mag, ist ja unnatürlich für ein Tier. Und dann soll ich dem unter Klammern, dass er die Hinterbeine da irgendwie reinheben soll. Kannst du vergessen. Da hat Uwe die abgeschnitten. Oder sind die noch Beine. Dran? Nein, die Gummis von so. Die Beine sind noch dran. Und hat einfach was rumgenäht. Also wie so ein Gurt halt, ne? So Gurt mit Klettverschluss. Genau. Eine Seite festgemacht, andere Seite mit Klettverschluss. Und den wird dann rumgelegt. Unter Bäuchlein. Mhm. Und sitzt locker und stört ihr nicht an die Füße. Am liebsten wäre mir einfach gewesen, dass man das einfach so weglassen kann, aber dann hat es so eine Art Umhang, dann ist es Supergirl. Supergirl! Ja, und vor allem, du rutscht ja auch. Brauchst nicht schlampern. Der rutscht ja auch weg. Du rutscht auch weg. Okay. Habt ihr gesehen? Misshandlung. Schwerste. Ja. Schwere Körperverletzung. Warum bin ich so groß im Gegensatz zu dir? Weil du rumfliegelst da. Weil ich wieso nicht der Größte bin. Du bist 5 cm größer als ich. Da wurde es nichts zu sehen. Nicht mehr. Ich habe keine Hornhaut mehr im Hacken. Ich mache jetzt aus. So, Gassi-Runde mit Kira und Uwe. Am Start. Geschäftsfrau war sie schon. Ja, klar. Die ist noch fleißig. Und ich wollte euch eigentlich auch was zeigen. Ja. Soll ich bestimmt mal zeigen? Ja. Augen zu. Oh. Marke Einbau. Ja, Hund. Kira, guck Frauchen an. Schick aus, wa? Hat sie gut gemacht. Ja. Das ist der Pullover für Freitags. Das ist der Freitagspullover. Ich finde den total schön. Das ist so gut geworden. Dein erstes Stück. Ja. Genau. Sehr wunderbar. Sehr hübsch. So, sehr wunderbar. Quatsch. Die Frau Hempel mal sagt, wunderbestens. Wunderbestens. Kommt vom Westen.
Ja, ich bin da mächtig stolz drauf, ne? Herrschaften. Genau, ich führe ihn jetzt erst weder gewaschen noch gebadet, sonst was. Ich führe ihn direkt aus, weil ich so wollte. Ja. Es windet und ich hoffe, dass ihr noch was versteht. Wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt entdeckt, dass es eine neue Staffel von Vikings gibt. Die 6. Und die haben wir uns gestern reingezogen. Vikings, die Wikinger. Ach so, die Wikinger, ja. Ja. Ich liebe ja sowas, ne? Ja. Und ich wusste nicht, dass es da noch weiter ging, ne? Super, ja. Die muss auch dieses Jahr erst rausgekommen sein. Ja. War wieder toll. Was guckt ihr denn so für Serien? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr so empfehlen könnt an Serien. So, kurze Kunstpause. Nur kurz. Ja. Was erzählen wir euch ja jetzt noch? Hast du mal gekickt? Ja. Kriegt mal Tesapack. Das ist eine gute Idee, oder? Ja. Weiß nicht, ob ihr das seht. Und zwar haben die, ich zoome mal ran, die Bewohner hier ein Vogelhäuschen gemacht. Seht ihr das? Ein Futterhäuschen. Futterhäuschen. Aus Tesapack. Aus Milchpackung oder irgendwas. Ja. Genau. Und da haben sie da, wo die Öffnung drin ist, haben sie so kleine, ich weiß nicht, ob das Schlauch ist oder ob das Holz ist. Da haben sie Holz rangeklebt. Ja, da können die Vögel landen. Und das hängt ja überall in allen Bäumen was. Finde ich schön. Idee. Schöne Idee, auf jeden Fall. Können das Futterhäuschen ist das optimal. Könnten wir auch machen, ne? Ja. So, ich hoffe, ihr versteht trotz Wind noch was. Ja. Es ist einfach schön, frische Luft draußen zu genießen. Aber bevor die Kids jetzt alle gleich rausstürmen, sollten wir mit Kira oben sein. Schnell an, ja, an dem Horrorort für Kira vorbei sein. Ja. Ja, und was sagst du der Welt so? Es stimmt, wird meine Frau sagen. Ja. Ja, sonst gibt's nicht. Der Rest kommt morgen. Nein, nachher, weiter. Genau. Was jetzt? Von drin, eine Frau ist nicht da. Ja, fertig. Ja, ich auch. Ja, Leckerchen gibt es im Wohnzimmer. Ja. Mein Spazierlein. Finde ich schick aus mit ihrem Pullover? Ja. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Ja, sieht doch gut aus. Ja, danke. Bitte. Ihr wolltet gerne wissen, ich weiß gar nicht, ob das mit einem Hashtag Marmor versehen war oder ob das eine allgemeine Frage war. Keine Ahnung. Egal, denn ich beantworte sie einfach jetzt. Ihr wolltet gerne wissen, wie der Besuch von dem Tierschutzverein war. Das war eine Luftnummer, Leute. Der Termin wurde abgesagt wegen Krankheit. Jetzt warten wir auf einen neuen. Es ist ja auch in Ordnung. Mir ist es lieber, dass der Termin abgesagt wird und ich nicht angesteckt werde. Ja. Als dass sich jemand unerkrankt hierher schleppt oder so, keine Ahnung. Aber was ich ein bisschen komisch finde, ist, es gibt ja nicht nur diese eine Person, die da ehrenamtlich in diesem Verein arbeitet. Das ist das, was mich ein bisschen schon wieder stutzig macht, warum denn niemand anders geschickt worden ist, ne? Wenn ich mir das so überlege, dass wir Kira jetzt am
31, also nächsten Monat, am 31. März haben wir Kira bekommen. Dann ist die ein Jahr bei uns und es ist in dem ganzen Jahr nicht einer vorbeigekommen und hat mal geguckt, wie dem Tier geht. Gut, wir wissen jetzt alle, hier unsere Herz-Community weiß, dass es dem Hund gut geht. Das weiß aber der Tierschutzverein ja nicht. Der guckt ja nicht meine Videos und der sieht ja auch nicht, hat keine Instagram-Seite von mir oder sonst was, wo ich vielleicht von Kira mal Bilder poste, wo man ja auch sehen kann, dass es dem Hund gut geht. Das finde ich halt schon wieder ein bisschen komisch, ne? Eigentlich, Schatz, was sagst du dazu? Ja, morgen finde ich das auch. Da müsste doch wenigstens mal alle, gerade am Anfang, doch mal wenigstens alle halbe Jahr oder so mal eine Zwischenkontrolle gemacht werden, ob wirklich alles in Ordnung ist. Stell dir das mal vor, die gerät da an irgendwelche Verbrecher. Ja, anderen Tierquäler, nenn's wie du willst, ne? Ja. Die ihr jetzt auch nicht gut tun, die dann vielleicht auch draußen irgendwo leben muss an einer Kette oder in irgendeinem Zwinger oder man weiß das doch nicht. Man kann ja immer hui hui schön was vorspielen, sich irgendwas anmieten. Die glauben dann, aha, sieht alle tutti aus und die Wirklichkeit ist dann vielleicht anders. Also ganz ehrlich, ich kann so doof ja nicht denken, wie es kommen kann, ne? Und da hätte ich eigentlich erwartet, dass, keine Ahnung, mal was ein bisschen überprüft wird. Ich mache mir da ja auch keine Gedanken, weil ich weiß, dass hier alles in Ordnung ist. Aber grundsätzlich finde ich es nicht gut, ne? Und jetzt halt auch wieder nicht. Und was ich besonders für mich jetzt schwerwiegend finde, vielleicht ist es gar nicht schwerwiegend, aber ich hätte gerne mal endlich den europäischen Impfpass von ihr, wo ja drin ist, dass sie in Quarantäne war und dass sie keine Krankheiten mit nach Europa geschleppt hat oder nach Deutschland und vor allen Dingen, welche Impfungen sie bekommen hat. Das steht ja alles da drin. Ich weiß ja gar nicht genau. Da wird halt in diesem Vertrag was reingeschrieben, dass sie gegen Staupe, Räude, Tollwut geimpft ist. Aber ja, kann man ja auch viel reinschreiben. Gesehen habe ich es ja bis heute nicht, ne? Ja, und im März wäre dann halt natürlich auch die Impfung wieder dran. Und ich weiß nicht, was sie für ein Kombipräparat kriegt. Ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Der Tierarzt sollte das ja wissen, aber... Mich ärgert das schon, dass sie in einem Jahr das nicht geschafft haben, uns den europäischen Impfpass von Kira mal zukommen zu lassen. Es hieß, wir bekommen den, wenn wir... Kira hat ja in dem Moment kein Geld gekostet, sondern das ist ja so eine Tierschutzprämie. Wie nennt man denn das? Ja, das so mehr ja. Aufwand. Ich meine, die muss ja auch hier rübergebracht werden. Die Kastration muss bezahlt werden. Der Chip kostet Geld, die Nachsorge kostet Geld, also sowas halt, ne? Futter für den Hund kostet Geld. Da hat man halt so eine Schutzgebühr, so war heißt das, hat man halt eine Schutzgebühr zu entrichten, was ich völlig in Ordnung finde. Und das hieß halt, wenn die Schutzgebühr entrichtet ist, dann gibt es den Impfpass. Naja, wir warten da jetzt ein Jahr drauf, ne? Mal gucken. Hoffen wir mal, dass sie schnell gesund wird und wir das mal über die Bühne bringen können. Ja. Der Uwe ist schon wieder fleißig, der räumt gerade die Spülmaschine aus, während ich hier gemütlich sitze und mit euch labere. Ihr wisst ja, ich zwinge Uwe immer Dinge zu tun, die er gar nicht tun möchte. Ja. Das Einzige, was ihr nicht seht, dass ich auch mit der Peitsche kriege. Ja, die haben wir zur Hochzeit geschenkt gekriegt, aber die haben wir schon entsorgt, oder? Ja, die habe ich entsorgt, eigentlich. Hat mir der Zeit wehgetan. Also irgendwie sehe ich echt heute merkwürdig aus. Wahrscheinlich sehe ich immer merkwürdig aus und endlich sind mir die Augen offen, oder? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich finde mich okay, so wie ich bin. Das soll jetzt wieder kein falscher Eindruck entstehen. Man muss ja sowas immer vorab sagen, weil sonst wird einem ja direkt was unterstellt. Nein, es ist gut, so wie es ist. Auch meine beschlagene Brille ist gut, so wie es ist. Aber ich muss schon sagen, so angemalte Augenbrauen, ne, wenn die ein bisschen betont sind und Wimpern getuscht, ist schon anders, ne? Also man sieht da schon besser aus. Aber es ist halt fake, ne? Die Wirklichkeit, die meisten Mädels sehen so aus. Wie heißt das so schön? Bei 95% aller Frauen kann man die Schönheit mit einem feuchten Lappen abwischen. So ist das bei mir auch. Und bei Uwe auch. Ja.
Aber ich will mich nicht jetzt mehr schminken, weil wir ja immer noch vorhaben, die Maske zu drehen. Aber so wie sich das ja gerade entwickelt, befürchte ich schon fast, dass das nichts wird, ja. Ist ja auch noch Zeit. Ihr könnt gerne an dieser Stelle, ne, schreibt eure Fragen oder was auch immer in den Community-Tab oder hier in den Kommentaren mit dem Hashtag Mamu. Dann finde ich eure Kommentare. Und ich freue mich immer, Kommentare von euch oder beziehungsweise Fragen in dem Fall zu lesen oder irgendwelche Anregungen. Keine Ahnung, wir müssen noch hier über Trends reden, Uwe. Ja, Lisa, weiß ich ja nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich halt keinen Trends folge. Ne? Aber mal sehen. Entwickelt sich ja sowas, ne? Uwe schüttelt den Kopf. Soll ich euch mal Uwe zeigen? Nein. Doch, guck mal, ich drehe schon. Aber der Uwe ist gar nicht zu sehen. So. Total erschöpft. Von der erzwungenen Arbeit, ne? Ja. Warte, ich muss hören, Mann, du bist so groß geworden auf einmal. Ich kann mir erklären, Alter. Die hat dich langgezogen, ne? Will ich dir nicht sagen. Hast du schon was erzählt? Dass ich heute auf der Folterbank war? Ja, hast du erzählt? Nee. Nicht? Nee? Ich habe gar nicht erzählt, siehst du. Hab da bloß ein Bild gemacht, aber den Raum kennt er ja. Dachte, ich komme mal in einen anderen Raum hin, aber hat nicht geklappt. Ja. Die hatte mich da gefoltert und mein Masseur, der sonst mich immer gequält hat. Den hast du nicht mehr, ne? Jetzt so. Den habe ich nicht, der ist zurzeit krank. Mhm. Den hat es unheimlich erwischt. Der soll die Grippe so richtig heftig haben. Ey. Und naja, haben wir noch ein bisschen, hat mit der Masseuse so, haben wir ein bisschen rumgeflaxt. Und hab dann auch gesagt, ich meine, Mischa, soll sich mal nicht so arm. Er kann auch nicht arbeiten. Ich meine, was bringt ihm das zu Hause? Verdient er kein Geld? Hier und er hilft dann aber andere Patienten, es da zu Hause rumzuklucken. Und dann hat die Masseuse gesagt, der hat das so erwischt mit der Grippe, er kippt der um. Ich bin in der Hund, den kann man doch an der Wand stellen. Kann er doch weiterarbeiten. Der Schambolzen Uwe ist wieder unterwegs gewesen. Sie hat dann auch gesagt, ja, und dann ist da eine Kollegin, die hatte ich zuerst und die ist schon schwanger, die hat jetzt einen Bund. Und da haben sie dann auch gesagt, also ich kann mich logisch mit der Chefin unterhalten. Und dann die mich massiert hat heute. Und da hat sie dann auch gesagt, die Kollegin, ob sie nicht mal arbeiten kommen will, war. Und naja, da hat sie dann gesagt, naja, die jetzt schwanger ist, die hat ja noch Schwangerurlaub. War. Schwangerurlaub? Oder nee, wie nennt sich das? Mutterschaftsurlaub. Ja, Mutterschaftsurlaub. Oder Erziehungsjahr. Ja, das ist auch, ja, sowas. Wenn das Elternjahr sind, nennt sich das, glaube ich, jetzt. Ja, von mir aus Familie. Das Kind kriegt ja ständig andere Namen, aber unterm Strich ist ja dasselbe. Selbe. Die ist nicht da. Ja, die ist nicht da. Und sie sollte den Arbeiten kommen. Ne? Und da hat sie gesagt, nee, das geht nicht. Ihr Mann verdient mehr Geld und der bleibt nicht zu Hause. Hä? Ja, ihr Mann verdient mehr Geld als sie. Und die Chefin hat gesagt, dann soll sie mal tauschen und der Mann. Ach, jetzt wegen der Elternzeit. Ja. Ja, ist ja klar, oder? Macht ja Sinn. Ja, und da sagte ich, oh, da kannst du da arbeiten kommen. Hier ist ja genug Platz. Kind hinten in der Waschkammer reingestellt und dann ist es gut. Oh mein Gott, ey. Also ganz ehrlich, Leute, wer Uwe als Kollege hat, der braucht keine Feinde mehr, ey. Aber die Chefin hat mir recht gegeben. Ja, natürlich. Würde ich als Chefin wahrscheinlich auch machen. Die hat sich auch gedacht, oh, was für ein toller Patient. Die Einstellung gefällt mir. Ja, nee. Doch. Nee, furchtbar so. Nee. Also, ich könnte wahrscheinlich auch nie selbstständig werden. Ich wäre immer ein schlechter Chef, weil ich ein Kumpelchef wäre. Und man weiß ja, Kumpelchefs tanzen auf der Nase rum. Das ist... Ich wäre da nicht die Autoritätsperson. Definitiv nicht. Also, ich bin eher die, die dann sagt, komm, Kaffee trinken. Scheiß was auf der Arbeit. Scheiß was auf die Arbeit, komm, Kaffee trinken. Ja, noch was für Gesundheit tut. Ja. Damit ist bewiesen, ich bin hier die Faule. Ich glaube, es gibt hier schon so einige Dinge, die ich wieder rausschneiden muss. Ja.
Das ist die Wahrheit. Lisa ist die reine das, Wahrheit. Das ist der Wahrheit. Ja. The Regeln sind the Regeln. Wer erinnert sich? Beauty. Jetzt wird die Jessen Happenpappen gemacht. Oh, Wasser läuft. Happenpappen wird jetzt gemacht und dann wird die Maske gemacht. Und dann sehen wir uns wieder. Ich muss einkaufen hier. Schon wieder? Ja. Ich hab dich doch nicht gezwungen. Nein, dieses Mal nicht, aber ich gehe freiwillig. Oh, was willst du denn holen? Mal sehen, und dort, Hauptsache kann Geld ausgeben. Wir sind fertig. Ich hole was zum Kaffee. Genau. Wir sind fertig mit Essen und haben uns gedacht, wir brauchen direkt was zum Kaffee. Ja. In einer Stunde wollen wir ein Käffchen trinken. Die letzte Wurst ist noch gar nicht runtergerutscht. Da denken wir schon wieder am Kaffee. Die Kartoffelsuppe hat sehr gut geschmeckt wieder. Und wir haben beschlossen, es gibt heute doch keine Maske. Yeah. Wir werden sie doch wieder sonntags machen, wie wir es immer gemacht haben. Ja. Naja, weiß ich nicht. Wollt ihr nachher nochmal mitkommen zum Kaffee und Kuchen? Nein. Nein. Ich werde mal hier gucken, wie viel Material wir schon haben. Und dann werden wir sehen, ob wir nochmal die Kamera anmachen. Müssen. Hey. Ja, und falls nicht, meine Lieben, Uwe, kommst du mal ein bisschen näher? Aber sei verständlich, guck, guck. Ja. Falls nicht, meine Lieben, tschüss. Bedanken wir uns fürs Einschalten, fürs Teilen, Liken, Tralala und Hopsasa, fürs Dranbleiben, schreibt es in die Kommentare, Hashtag bis zum bitteren Ende. Stay strong und positiv. Lasst euch von nichts an niemanden ärgern. Passt auf euch auf, denn wir tun das auch. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Flying Kisses. Tschüss. Tschüss. So. Ja, schlaf schön. Ja, okay. Die Kira hat sie gerade beschwert. Die wollte auch Tschüss sagen. Tschüss. Mm-hmm.